Hey, ich kann die auch nicht alle behalten. Geht ja nicht. Scheiße. Ich schleppe auch schon so viel Scheiße mit mir rum, ey. Das ist nicht mehr normal, ey. Pistölchen. Hier, wie ist denn die? Eieiei. Die ist besser als die 21er. 22 Schuss. Die ist definitiv besser. Warum? Und die hat auch Gift. Ah, da bist du ja. So ein Mist. Werde ich ausprobieren müssen. Scheiße. Die ist nicht schlecht. Aber? Ja, nix aber. Die ist ein Level. Die ist nur Level 20, ist aber besser als. Und ist auch nur blau und die ist besser als die 21er epische Pistole. Meistens so, ja. Was heißt die jetzt meistens so? Dann werde ich die wohl behalten müssen. So, jetzt gucken wir weiter. Pistölchen. Mein Lieblingskunde. Feuer und das. 48, 82. Oh, ey. Die ist auch nicht verkehrt. Scheiße. Die ist auch nicht verkehrt. Egal, komm. Kann ja nicht alle warten. So, die können weg hier. Ach, ne, dann behalte ich. Okay. Wen behalten die? Den alten Schinken werde ich dann, glaube ich, wegschmeißen. Habe ich schon. So, wie sieht's mit der aus? Schlecht. Komm weg. Achso, das ist sowieso hier. So. Ich muss mal eben verkaufen. Du weißt, was ein Schnäppchen ist, das steht fest. Alles klar. Soll ich dir das nicht lieber gut schreiben? Was habe ich denn dann jetzt an Kohle? 15.000. Okay, und wie sieht's mit den Waffen aus? Ist schon weniger geworden. Das Pistölchen, das war nicht schlecht. Das war ganz gut. Da bist du ja. Jetzt habe ich hier noch. Eine komische Bumpgun, die eigentlich und wieder zurück in die Einsamkeit nicht so gut ist. Ich bin sicher, wir treffen uns schon bald wieder. Ja, die habe ich überhalten. 111. Scheiße. Ich muss sie ausprobieren. Bringt ja nichts. Shit. Okay, war schön mit dir. Schöne Dahl. Ist so schön. So. Die behalte ich da drinnen. Dann tausche ich die jetzt mal mit der. Oder ich nehme ein bisschen hier. Das und das.
Caramba. So, ich bin durch. Was liegt denn hier? Ich bin soweit durch. Munition! Ohne ist man einfach nur ein Weichei. 17.000, sehr schön. Kann ich hier noch irgendwas kaufen? Ist es wie bei Händlern. 81.000 für ein Rucksack-Upgrade? Ja, leck mich doch am Fuß. Ist schon sehr hochpreisig. Ach, guck mal hier, Pistolen-Update. 9.000, nehmen wir das noch viel mit. Viel Spaß, keine Rückerstattung. Shotgun. SDU steht für super duper umwerfen. Du brauchst es einfach. Jäger müssen viel tragen mit einem SDU. Ollis Chlor. Ich habe, was ich brauche. Ja. Ich gehe mal zu Ava. Ava. Tja, was für eine Pistole soll ich mitnehmen? Äußerst effektiv gegen Schilde oder äußerst effektiv gegen Fleisch? Das kommt drauf an. Jetzt müsstest du mal gucken, ob du in der Inventar noch was hast, was Strom oder Brand hat. Du brauchst ja nicht zweimal Strom. Ja, gegen Fleisch habe ich schon was. Ja, dann würde ich die anderen mitnehmen. Ich muss ein paar neue Songs finden. Man könnte meinen, es gibt nur zwei Bands im ganzen Universum. Ein Bonsai? Eine geile Gitarre? So, jetzt hast du alles, Kind. Danke! Folgender Vorschlag. Du erfreust dich an diesen Waffen und ich verbrenne mein Tage, ich meinte Notizbuch und wir beide sprechen nie wieder darüber. Cool? Cool. Cool. So, Mission erledigt und jetzt haben wir hier nur noch zurzeit eine und zwar nach Atlas. Und da müssen wir wo lang? Oh, wir müssen reisen? Nö, bist du dann sonst so weit, dass wir reisen können? Wohin reisen wir? Nach Meridian Metro Komplex. Promethea. Okay. Okay. Also diese Rifle, die ich habe, die sieht sehr schick aus, irgendwie. Mit diesem Rot und so. Aber schön, mal wieder ein bisschen fahren. Oder fliegen besser. Schweben. Wenn ihr den geheimen VIP-Eingang erreicht, lässt Zero euch rein. Ach ja, der Zero. Katagawa rührt sich nicht. Er muss noch sauer sein, dass wir sein Schiff hochgejagt haben. Er heult wahrscheinlich irgendwo in einem Fondue-Whirlpool oder was auch immer sein Ding ist. Superman! Fondue, oh, Whirlpool. Ich hoffe, ich darf mithören. Aber deine Echo-Verschlüsselung ist für'n Arsch. Ich habe mich mit Katagawa unterhalten. Er dachte, er könnte von einem Anti-Schwerkraft-Pool aus einem Krieg gewinnen. Ich habe ihn angestupst. Warum ist die so schlecht? Also, was heißt, warum ist die so low-levelig, aber ansonsten... 800. Sie sehen klein aus, aber nur, weil sie so weit weg sind. Was gibt's hier für ein Angebot? Ach Gott. Da sind wir schon zu hoch im Level. Hier gibt's nichts mehr Anständiges. Jo. Get your ride, yeah. Wo müssen wir runter? Oh yeah. Schön durch die Gegend knattern hier. Yep.
Je. Was machst du denn mit dem Auto? Wenn du Space drückst und da ist dieses Ding drumherum, ne? Ja. Da fährst du aber nicht so schnell mit, ne? Ist das so? Ja. Okay. Ist ein Schild oder was ist das? Es imitiert ja ein Rad. Keine Ahnung. Sieht schick aus. Sieht auf jeden Fall schick aus. Moin, Freunde. Achso, ich muss mal das neue Ding testen. Heiß. Ja, wer hat sich denn da unterkühlt? Na, so ein Schal. Sehe vielleicht mal was. Es kommt hier da wieder. Die Tiere in Schicksal? Boah, das scheiß Ding ist echt gut, ey. Welches scheiß Ding ist gut? Ich hab hier so eine billige Gun, aber die ist richtig gut, ey. Eine SMG ist das, glaube ich, oder so. Das fucking fuck, fucking fuck, fucking fuck, fuck, Gun? Was? Was? Die haben alle durcheinander gequatscht, ich hab nichts verstanden. Atlas! Ah! Oh! Oh, ist das effektiv gegen Schilde? Ja, die ist echt gut, ich hab, Ja, wenn die Schilde haben, ist die gut, ja. SMG, die macht zwar nur 21 Schaden, aber haut trotzdem gut rein, Naja, die ich jetzt hab, macht 27. Oh, da seid ihr ja! Klasse! Zero, lass sie rein! Zero? Sie sind hier, Kumpel! Mach die Tür auf! Zero ist nicht da? Na toll! Dann lasse ich euch selbst rein, weil ein Vorstand ja die ganze Arbeit selbst macht. Genau. Alles klar. Atlas Headquarter. Wo ist denn das da oben für ein Laser? Krass. Neue Map. Mal gucken. Da gibt's bestimmt gleich Waffen. Hoffentlich. Richtig nices Zeugs. Wer hat denn hier diesen... Ach, du bist das mit dem Laser. Was hast du denn für einen krassen Laser? Ja, auf der Waffe. Kommt in mein Büro, Schrägstrich-Museums-Aquarium, oh, damit ich euch das köstliche Schlüsselfragment geben kann. Jetzt muss ich nur noch ausfinden, wo Zero steckt. Locker bleiben, Liam. Der Kammerjäger gehört zu mir. VIP, voller Zugang. Ja, eigentlich... sind wir ja hier auf Freundesgebiet. Hier dürfte niemand uns angreifen. Das alte Atlas war nicht mehr als ein Haufen Geröll und Insolvenzunterlagen. Schön, dass du's hier riechst. Sieht sicher toll aus, wenn alles abbrennt. Krieg dich wieder ein, Katagawa! Du kannst die Stadt nicht halten, das Schlüsselfragment hast du verloren und jetzt verlierst du auch noch den Anschluss an die Realität. Du kommst nicht an meinen Verteidigungsgeschützen vorbei. Oh mein Gott. Das sieht wirklich sehr nice aus. Was sieht nice aus? Ne, hier überhaupt die Karte. Und ich habe gerade mal die Map angeschaut. Das ist. Da gibt es noch eine ganz hohe Etage. Wir kommen also noch nach oben. In den Turm. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um, aber hier ist uns nichts. Darf ich hier mal überall ran, ja? Nein, alles gesperrt? Nein, nicht alles gesperrt. Die Fahrzeug auch. Das ist die Bank. Oh, hier auch.
gut. Ich vielleicht nicht. Aber dein Freund Zero schafft das. Was? Hat der den Zero gehackt oder was? Oh, Waffen. Geil hier. Ja, Waffen, genau. Öffnen wir diese Kiste. Mhm. Zero, du bist zurück. In einem Stück. Nicht, dass ich an dir gezweifelt hätte. Ich zweifle nie an dir. Ich schweife ab. Was gibt's? Auf der Sanara. Ein Stammbaum zu Asche. Das musst du hören. Oh, was für eine unsagbare Ehre, all meine liebsten Geschwister heute hier auf der Sanara zu begrüßen. Yuko, schön dich zu sehen. Mach langsam an der Nacho-Fontäne, Schwester. Isaku, ich freue mich, dass du es einrichten konntest. Hm. Sana, schmecken dir die narianischen Zigarren? Hm. Ich kann Naoko nicht sehen. Vielleicht ist sie im Bad. Da gibt's ein doppelstrahliges Bidet. Vorsicht. Unser letztes Familientreffen ist lange her. Und ich weiß, was ihr denkt. Warum verschwende ich eure Zeit? Die Antwort ist die Sanara. Diese Vergnügungsjacht. Als mein Erbbesitz erbaut, mit den während der Konzernkriege erbeuteten Reichtümern und Technologie. Unsere Eltern gaben uns alles, oder nicht? Und genau das ist das Problem. Statt neue Unternehmungen zu verfolgen, planschen wir in Bastum. Das war die Verteidigungskommandozentrale. Oh nein. Was? Na toll. Was nicht fällt. Waffenkiste. Depot entdeckt. Mit netten Waffen. Und viele Gegner hier. Wo bist du? Wo ich gemarkiert habe. Ach, da ganz hinten oder was? Ganz hinten. Ich bin 2 Meter neben dir. Okay. Ja, Kiste noch da drüben. Mal. Ach da, okay. Das bist was du. Bleib liegen, nee, da bist du. Ach so, das sind Soldaten von uns. Okay. War nicht klar hier, wer hier was ist. Eine Waffenkiste hier? Hä? Wo ist hier eine Waffenkiste? Hatte ich markiert, jetzt bin ich woanders. Ich werde hier gerade übelst angegriffen. Oh, was? Wie viel sind denn hier? Ich finde die Waffenkiste nicht. Ich sehe nur. Müsste ungefähr da sein, wo du jetzt bist. Ich zeige mir jetzt nicht sehen. Nur da im Garten, da im Gras. Ach hier. Da ist nichts drin. Ja, so. Ich hab dich gefressen. Wie sieht's denn aus? Huch. Uiuiui. Ui,
ganz schön was los hier. Sag mal, wie kommt man denn da hoch? Frage ich mich gerade. Motor. Merke ich, da habe ich noch eine Waffenkiste. Und natürlich wieder Gegner. Ja, nee, ist klar, ey. Geht es? Jo. Oh, eine epische. Oh, was haben wir hier? Ah, was haben wir hier? Speicherpunkt. Okay, da geht es zwar weiter, aber ich will es mal hier gucken. Ob wir nicht noch irgendwie weiterkommen. Hier kommt man hier nirgendwo hoch, sag mal. Sehr merkwürdig. Was? Wo kommt man nicht hoch? Da hinten. Wow, was ist denn hier los, ja? Kommen denn hier die Viecher her, ja? Was? Welche Viecher? Ich habe hier nur Soldaten. Bist du nicht den Weg lang gegangen hier hinten? Nee, noch nicht. Ach so. Ich bin immer noch hier vorne und versuche Typenplatz zu machen hier. Was der Typ, ey. Maurice, Zero geht auf deine Soldaten los. Nein. Zeros Loyalität steht außer Frage. Wo er auch steckt, der muss einen guten Grund dafür haben. Konzentrier dich darauf, Maliwon rauszukicken. Tja. Ich weiß auch nicht, was der hier macht, der Zero. Die Seiten gewechselt. Ja, im nächsten Leben. Uiuiui. Oh, Leute. Ihr werdet sterben. Wieso? Dann schon mal bloß. Wo bleibst denn du? Hier ist auch ganz schön was los. Du bist schon weitergerannt? Nee, ich bin ja durch den Weg durch hier. Ja, also weitergerannt. Ich bin noch mal ein Stück zurückgerannt, weil ich da noch nicht die Karte noch nicht komplett aufgedeckt hatte. Und jetzt ist ja alles voll. Weil ich mich immer noch frage, ob wir hier irgendwie hochkommen. Oh, nee. Da muss man doch hochkommen. Da oben ist so ein Dingens. Scheiße. Ach so, hier müssen wir hin. Ja, dann komme ich nochmal eben zurück, ja? Ja, klar, müssen wir da hin. Habe ich gerade gesagt, dass ich nochmal kurz zurückgehe, bevor wir da hin müssen. So, ich dachte, du wolltest woanders landen. Ja, ich wollte eigentlich versuchen, da auf der Karte ganz hinten das grüne, das Audio-Lock zu holen. Aber irgendwie kommt man da nicht hin. Wenn du mal auf die Karte guckst, siehst du das grüne Symbol mit dem Audio-Lock. In der Nähe, wo ich gerade bin. Du siehst mich ja da auch langlaufen. Ah, jo. So, aber in dieses grüne Audio-Lock kommt man nicht dran. Das ist oben eine Etage höher irgendwie. Wo bist du denn da, wo du gerade bist? Einfach nur wieder zurück unten, einfach ganz normal.
wo wir schon waren. Aber hier kommen immer mehr Gegner, habe ich das Gefühl. Auf dem Biolog? Ich sehe es nicht auf der Karte. Ich sehe da zwar einen Punkt, aber kein Audiolog. Ich komme mal zu dir. Die grüne Raute. Siehst du doch bestimmt. Sehe ich nicht. So, egal. Hier kommt man nicht hoch. Ich komme wieder in deine Richtung. Hier, guck mal, hallo. Wir müssten hier irgendwo über uns. Da müssten wir nicht hoch. Aber hier geht es nicht hoch. Und da oben ist ein Audiolog. Da oben. Ah, jo. Aber da kommen wir so nicht hoch. Ich schätze mal, ich muss mir die Karte mir mal anschauen. Ach Mann, ja, da kommen wir jetzt hin. Ja, wenn wir da weiterlaufen, wo du gerade warst, kommen wir da, glaube ich, hin. Ich wollte zu früh. Naja, egal, haben wir hier zumindest alles platt gemacht. Und alles abgegrast. Hast du den Zero schon gesehen? Ich noch nicht. Ja. Wie, ja? Du hast ihn schon gesehen? Oh, er ist abgehauen. Hab mich gegrüßt und dann war er weg. Okay. Merkwürdig. Hat dich nicht angegriffen? Nee. Tierchen. Was? Was ist das denn? Werde wütend, mein Junge. Was ist das? Redest nicht mit mir. Was das ist? Ein Hund? So ein Elektrohund oder so. Elektrohund, alles klar. Oh, was kommt denn jetzt? Das Katagawa! Friss leckere Atlas-Technologie! Yeah! Die Verteidigung im Hof ist wieder online! Wenn wir die hinteren Verteidigungen auch wieder online bringen, haben wir eine Chance! Geh durch den Atlas-Tower! Meine Leute haben dort noch die Oberhand! Sehe ich. Du rennst voll über einen Schuss, ey. Wer kommt über die Mauer? Gemeckert. Schwerer Schütze. Eieieiei. So, die kriegen jetzt erstmal eine Kanone in die Fresse, Alter. Keine Munition mehr? Scheiße! Keine Munition mehr? What? So, und tschüss. Für die Konzerne. Hey, wieso habe ich da keine Munition für das Ding? Ich da.
Was? Wage es ja nicht, Zero mit deinen letzten Worten schlecht zu machen. Sag, dass dich jemand anderes umbringt. Aber sowas von... Bevor wir jetzt da oben reingehen, gehe ich jetzt da hinten, hol das Echolock, ja? Ja. Was gehört? Weil hier ist gerade keiner. Hey, was ist denn da? Wegpunkt, okay. So, Echo noch geholt. Boah, übel hier, Komme. Oh, hier ist noch eine Waffenkiste. Ja, unten, ne? Unter der Treppe. Oben. Die, die ich markiert habe auf der Karte jetzt. Träg sie dir ein. Geht gleich wieder weg. Ist aber nur Schrott drin. Magst du dich, wer die Kiste ansehen?